Ein Studium mit Kind bringt großen Organisationsaufwand mit sich. Erfahren Sie, wie die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Sie dabei unterstützt, Familie und Studium gut miteinander in Einklang zu bringen. Chancengleichheit ist eines der obersten Ziele der KU. Damit Studierenden mit familiären Verpflichtungen keine Nachteile entstehen, ermöglicht die KU ihnen, ihr Studium zeitlich flexibler zu gestalten. So können Studierende für den Mutterschutz oder zur Pflege der Kinder in der Elternzeit bis zu 6 zusätzliche Urlaubssemester in Anspruch nehmen. Während dieser Urlaubssemester besteht die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen. Einige Studiengänge können auch in Teilzeit studiert werden, was die Vereinbarkeit von Familie und Studium erleichtert. Zudem kann auf Antrag eine Verlängerung der Studiendauer sowie eine Verlängerung der Bearbeitungszeit von Abschlussarbeiten und von Prüfungsfristen gewährt werden. Um genügend Zeit für das Studium zu haben, sind viele Studierende mit Kind auf eine externe Kinderbetreuung angewiesen. Die KU kooperiert mit mehreren Kindertagesstätten, um ihren Studierenden die Suche nach einem Betreuungsplatz zu erleichtern. Die Kinderkrippe Uni Kinderhaus in Eichstätt ist aus einer studentischen Elterninitiative heraus entstanden und nimmt vorrangig Babys und Kleinkinder von Studierenden der KU auf. In Ingolstadt verfügt die KU über Kontingentplätze in den Kindertageseinrichtungen des Pädagogischen Zentrums Ingolstadt. Zudem können Studierende an beiden Standorten den Informations- und Vermittlungsservice von Mobile Familie e.V. nutzen. Dieser Verein vermittelt insbesondere Tagesmütter und Plätze in Großtagespflegeeinrichtungen. Wenn Studierende ihren Nachwuchs mit auf den Campus bringen, gibt es viele Angebote, um diese Unternehmung für Kinder und Eltern möglichst angenehm zu gestalten. So sind in vielen Gebäuden der KU Wickelmöglichkeiten vorhanden. Auch gibt es einen Familienraum mit Schreibtisch und Spielsachen, der als Rückzugsraum genutzt werden kann. Im Hofgarten befindet sich ein Spielplatz zum Toben an der frischen Luft. Wenn Studierende in der Mensa essen, erhält ihr Kind einen kostenlosen Kinderteller. Außerdem verfügt die KU über 2 Exemplare der Kidsbox, die insbesondere bei größeren Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Mehrere Stellen an der KU sind für Studierende da, wenn sie Fragen zur Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben haben. Die zentrale Anlaufstation ist das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft, ZFG. Hier erhalten schwangere Studentinnen und junge Eltern Unterstützung, unter anderem bei der Organisation der Kinderbetreuung oder bei finanziellen Fragen. Außerdem berät das ZFG auch bei Fragen zur Pflege von Angehörigen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Anlaufstellen. Das Studierendenbüro hilft insbesondere bei formalen Fragen zur Organisation des Studiums, wie etwa der Beantragung von Urlaubssemestern. Die Studierendenberatung und die Fachstudienberatung unterstützen die Studierenden bei der Planung des Studiums. Das Prüfungsamt schließlich ist die Anlaufstation bei allen Fragen zu Prüfungsleistungen. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video einen Einblick in die Leistungen der familienfreundlichen KU geben konnte. Wenn Sie noch weitere Fragen zu den familienfreundlichen Leistungen der KU haben oder detailliertere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerinnen am ZFG. Die Kontaktdaten finden Sie im Internet unter ku.de/familienfreundlich.